So Leute, willkommen zurück zu Gibbous, a Cthulhu Adventure. Wir sind hier am Ende der Welt, am Point Nemo angekommen. Und der gute Bass verändert sich jetzt kontinuierlich. Apparently that's what they call a Gibbous moon. Almost completely visible, but not quite. Okay, ja. She's schooled me enough on moon phases today. Ja. I'm sort of focused down here, actually. Ja. Bizarre moss-covered monoliths are strewn all over this beach. Not worth bothering her about. Warum nicht? Don't know what to do about them. Kann ich, okay, ich kann sonst nur noch Überreste einer seltsamen Architektur, das ist alles das Gleiche. It's a normal-looking archway. I mean normal considering the circumstances. Ja, aber das, was da so durchfließt, sieht nicht so normal aus. Okay. Kitty konnte einfach durchgehen. Ich habe das Gefühl, auf uns wird es irgendeinen Einfluss haben. I can't pass through for some reason. Okay. I don't know how to describe it, but it looks both painterly and pasted on. Really strange stuff. Ich verstehe es. I can't pass through for some reason. Okay. I can't pass through for some reason. Oh. Haben wir irgendwas im Inventar? Das Necronomicon. Können wir damit vielleicht hier durch? I feel some kind of weird vibration from the book, but I don't think I need it here. Okay. I can see disturbing hieroglyphs all over them. No idea what they stand for. Not worth. Okay. Don't know what to do about them. Ah, ich kann nur, wenn wir normal sind, durch. Made it through. Come on, kiddy. Okay. Something's stopping me from passing through this arch. Ah, ich befürchte, wir müssen warten. Kitty, help me out. How do we get past these arches? It's got to have something to do with this morphing business. Huh. By the way, I've been meaning to tell you. I think I feel the Necronomicon, vibrate. Maybe it's just you, shaking in your pants? Maybe. Ja, möglich. Okay, der hier kommt durch. Interessant. Oh. Ah. Ein normal aussehender Torbogen, ein gezeichneter Torbogen und ein schrecklicher Torbogen. Das heißt, Oh, God. It's like a living, throbbing, organic archway. It's grossing me out, man. Okay, das heißt, jetzt kann ich da durch. Und da ist der pixelige Torbogen. It's a really blocky arch thing. Moment, kann ich... I can't pass through for some reason. Okay, dann... Nein, ich habe zu lange gewartet. Jetzt können wir nicht durch. Something stop. Jetzt müssen wir kurz warten, bis wir wieder in der Pixelform sind. So, da sind wir normal. Gleich werden wir zum Monster. Unbestimmter Torbogen. Spitze, was That's where we need to make it to. Okay. Man, I hope Dawn and Peace have it easier than us. Hoffen wir's. So. So at least we're putting this insanity to use somehow. Just keep going, please. Ich meine, Kitty könnte bestimmt irgendwie da drüber laufen. Not going further without Kitty. Huh. She's as grumpy as usual, but I guess it fits her. Was kann ich denn mit Kitty machen? Vielleicht das Necronomicon auf sie anwenden? Whoa.
What the heck did you do, Kerwin? It worked! The Necronomicon actually worked on you! Did you think I wasn't going through enough already? Look at me! I know, but this might be helpful. Okay. Die Kitty wird uns umbringen, wenn wir hier durch sind. I hate you, Buzz. Good to know you stay the same, regardless of definition. Ja. Okay, Kitty. Whoa. Oh no, this is insulting. Yep. I don't know, you actually look kinda cute. Shut up, you monster. Okay, Kitty. Du kommst jetzt durch diesen Torbogen durch. Well, at least you can turn me back to normal. Ja, das Problem ist, normal kommst du hier nicht weiter. Oh, hups. Nein. Kerwin? So, at least... Just keep going. Jetzt hab ich's natürlich wieder verkackt. Okay, dann komm mal. So, jetzt noch das Necronomicon auf sie anwenden. Pixel Kitty. Dich kann ich schon mal durchschicken. Und jetzt kann ich auch durch. So, at least we're just. Ja, ich möchte aber Kitty gerne normalisieren. Ich möchte die Arme ungern pixelig lassen. It's like this stone thing with holes in it. It's called a steel. How do you know these things? And a steel, yeah. Hey, can you try and see if that thing activates? I don't think I have enough limbs. I can't reach. Nicht genug Gliedmaßen. Wie wär's jetzt? Hey, can you try and see if that thing activates? Repulsive, but pretty darn useful. Ein paar Wesen? Braucht immer so einen Moment und drückt. Looks like a statue of two strange looking beings. Ja. I think she's helped enough in here. Ah. They're creeping me out. I don't want to. Ich erkenne sie jetzt auch gerade nicht. A pretty badly damaged statue of a humanoid holding a sword. I think she's helped enough in here. I don't know how. Hab ich hier noch mehr kaputte Sphäre und ein Zweig? Den Zweig können wir bestimmt nehmen. Half of a carved out globe on some kind of pedestal. I'm not having her climb in there. Verstehe ich. I have no use for it. Where have I seen this branch before? Ugh, it's killing me. Ich weiß es leider auch nicht. It looks pretty firmly attached to the spheroid. Nah, there's...
Okay, es muss einen anderen Weg geben. Dann gehen wir erstmal weiter. Oh, what the heck is this now? Okay. Es verändert sich. Ständig wechselnde Landschaft. Much like myself, everything is shifting between these four states. I'm cool with one of them. Ach, die Umgebung sieht aber so in Pastell gar nicht aus. Nothing I can do about it. Nothing Kitty can do about it. Okay, feurige Gruben. Dieser Ort ist extrem seltsam. Gigantic pits, and there's bubbling lava down there. Encouraging. Kitty? She's not going down there. Ja, das hat no ja way. Okay. Nee, das ist wieder die ständig wechselnde Landschaft, alles. Sieht dann so aus, als wäre es zensiert. Feurige Grube, ständig wechselnde Landschaft, feurige Grube. Vierter magischer Kreis. Was mir hier auffällt, das Ding, was sich da dreht, ist immer in Pastell. Das Ding, was sich da drüben dreht, bin ich mir nicht sicher. Das Ding, was hier ist, ist immer in dieser Teufelsform. Ich habe das Gefühl, es gibt Dinge, die sich konstant in einer Form halten. Okay. Soll ich Kitty mal wieder zurückverwandeln? Irgendwie ist Kitty gruselig in dieser Form. Verpixelte Kitty. I can't cast the book in the fiery pits. I still need it for Kitty. Ich wollte ja auch eigentlich Kitty damit verwandeln. Okay. Ich kann hier also nicht einfach rübergehen, nehme ich an. Dritter magischer Kreis. The magic circle. It's floating on that blocky looking island. Doesn't seem to do anything by itself. I think we'll have to work together on this one, Kitty. All right, I trust you. I'm officially in full collab mode. Okay. Das heißt, ich kann mich hierhin teleportieren. Zweiter magischer Kreis. Jetzt sind zwei aktiv. Aha, erster magischer Kreis. Muss ich vielleicht, Das ist, glaube ich, der normale. Okay, dann schicke ich mal Kitty auf das Pastellding. Muss ich Kitty jetzt vielleicht Pastell färben? Ändert sich dann was? Oh, I think I got it. I think I got it. I still don't get it. It's the states. The states need to fit. Come on, we got this. Ja. Shifte ich von selber, während ich hier drüben stehe? Was passiert, wenn ich Kitty jetzt umschifte? Also ich scheine hier drin nicht verändert zu werden. Dann komm mal rüber, Kitty. Ist das nicht der dritte magische Kreis? So, in meiner Tentakelform gehe ich jetzt mal dahin. Hä? Was macht er denn jetzt? Kerwin? Was?
Okay, nee, wenn ich hier rüber gehe, verschwinde ich immer. Also wechsle ich automatisch wieder in meinen Normalzustand. Das heißt... Ah, jetzt bin ich gerade im Pixelzustand. Dann gehe ich mal hier rüber. Ja, ich wollte doch da auf den Pixelkreis. Und Kitty ist doch auch im Pixelmodus. Oder muss ich wieder da hoch? Nee, ich passe da gerade nicht hin. Okay. Okay, ich pixel. Dann muss ich Kitty, glaube ich, verändern, dass es passt. Pastell, und dann schicke ich Kitty nochmal hier hin. Ah, jetzt haben wir da eine Verbindung geschaffen. Genau. Und jetzt muss ich Kitty nochmal in das Monster verwandeln. Es tut mir leid, Kitty. Es tut mir wirklich leid. Okay, und jetzt müssen wir, glaube ich, den ersten noch mit dem vierten wieder verbinden. Bedeutet, ich muss mich von da wieder entfernen und muss wieder normal werden. Ah, ne, ich darf da nicht zu weit weggehen. Jetzt bin ich Pastell. Nein, ich möchte nicht mit Kid... Ich möchte nicht mit Kidder reden. Okay, ich bin normal. Dahin. So. Kitty da runter. So. Moment mal, das ist doch Ormsteins Zeichen, oder? A magic looking circle on a relatively normal looking island. Ja. The weird statue with the sword and the branch. Yeah. I mean, do they make any sense to you? Does anything on this island make a lick of sense? Unlike most things around, though, they don't shapeshift. Unless we make them. Oh. Are you understanding any of this rotating island's business? I think when the glow turns red, it means something's not matching up. Could be. Can you believe this morphing craziness? It's even worse for me, so don't complain. Worse? You only shapeshift when I want you to. Exactly. Ja, das stimmt. Dude, what is the story here? Feels like we're, I don't know, shifting between universes here. How can this exist on Earth? I'm betting anything that it's not a natural phenomenon. There's got to be some influence that's only exerted in this place. What influence? Where from? Look at the sky, Buzz. Does it look normal to you? Yeah. Richtig. Dude, what is the story here? Feels like how I'm bet there's what influence? Look at yeah. Das hatten wir schon. Also. Dude, what is the story here? Feels like we're how I'm bet there's look at das gehört noch zum selben. Kitty? What? You know when you look painted? I know I shouldn't be laughing, but I can't help it. The way you scurry around? Yeah, well, you don't even look funny, just disturbing. Ugh. Yeah, true. You're not wrong, you little rat. Okay. Es gibt zwei Sachen, die wir jetzt noch machen müssen. Zum einen müssen entweder wir oder Kitty in der Kunstform sein. Allerdings würde ich sagen, wenn wir in der Monsterform sind, gehen wir mal dahin. So. Dann haben wir nämlich hier kein Problem mehr. Dann schicken wir Kitty nochmal darüber. Das hätten wir von Anfang an tun sollen. Was, wo bin ich denn jetzt nochmal geshapeshift?
Okay, offenbar shapeshifte ich noch ein bisschen hin und her. Das ist aber gar nicht mal so schlecht, weil wenn ich in der Monsterform bin, wieder, dann drücke ich den Kreis da. Oh Mist, jetzt habe ich es verkackt. Ah, jetzt ist aber... So. Fehlt immer noch die Verbindung zwischen dem ersten und dem dritten, ne? Muss ich die auch noch machen? Okay, die darf normal werden. Wir gehen erstmal wieder rüber. Kann ich diese Statue auch shapeshiften? Ah. Okay, ich kann die Statue auch shapeshiften lassen. Little bit less disturbing now. Ja. I think she's helped enough. Okay. Ah, in der Form hat es keine Arme. I'll just pick it up. Okay, Leute. Aber an der Stelle muss ich leider mal einen Cut machen. Ihr lasst mir jetzt einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Gibbous, a Cthulhu Adventure. Bis dann, euer Wolf.